Pferdsprung im Kunstturnen der Männer und Frauen wird an den Wettkämpfen nach Schwierigkeit und Ausführung bewertet. Jedem Sprung ist im Côte de Pointage, dem Regelwerk im Kunstturnen, ein fixer Schwierigkeitswert zugeordnet. Zudem sind die Sprünge in unterschiedliche Sprunggruppen eingeteilt. Die drei wichtigsten sind Überschlagsprünge, bei welchen die Athleten frontal auf dem Sprungtisch stützen, die Tsukahara-Sprünge, bei welchen sie mit einer Vierteldrehung auf dem Sprungtisch stützen und Jurchenko-Sprünge, bei welchen die Athleten vor dem Sprungbrett eine Radwende turnen und dann rückwärts auf den Sprungtisch springen. Die entscheidenden Kriterien für einen hohen Schwierigkeitswert sind die Anzahl Längs- und oder Breitenachsendrehungen in der Flugphase nach dem Abstoß auf dem Sprungtisch. Mit dem Anlauf am Sprung generieren die Athleten Energie, welche durch den Absprung und Abdruck auf Sprungbrett und Tisch in möglichst viel Flughöhe und Drehungen um die Breiten- und Längsachse umgewandelt wird. Der Zusammenhang zwischen der Anlaufgeschwindigkeit und dem Schwierigkeitswert wurde aber bisher nicht untersucht. Deshalb wollten wir mit dieser Studie diese Frage klären. Dafür haben wir während 3 Jahren bei den Nationalkaderathletinnen und Athleten regelmäßig die maximale Anlaufgeschwindigkeit am Pferdsprung gemessen und gleichzeitig den Schwierigkeitswert notiert. Insgesamt haben wir 107 Messungen in die Auswertungen integriert. Herausgekommen ist, dass zwischen der Anlaufgeschwindigkeit und dem Schwierigkeitswert bei Überschlag- und Tsukahara-Sprüngen ein hochsignifikanter Zusammenhang besteht. Bei Jurchenko-Sprüngen konnte nur bei den Kunstturnerinnen ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anlaufgeschwindigkeit und dem Schwierigkeitswert erkannt werden. Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass eine hohe Anlaufgeschwindigkeit die entscheidende Voraussetzung ist, um schwierige Sprünge zeigen zu können. Folglich kann die Verbesserung der physischen Eigenschaften wie zum Beispiel Explosivkraft oder Schnelligkeit, welche zu einer Erhöhung der Sprintgeschwindigkeit führen, einen direkten Einfluss auf das Wettkampfresultat am Sprung haben. Die technischen und psychischen Anforderungen bei Jurchenko-Sprüngen sind deutlich höher als bei den anderen beiden Sprunggruppen. Die Athleten reduzieren ihre Anlaufgeschwindigkeit aus Angst oder aus Respekt vor dem Sprung, weil sie rückwärts über den Sprungtisch springen müssen. Dies sollte in einem gezielten Techniktraining beachtet werden.